Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, zu einem neuen wöchentlichen Hausbau-Vlog. Ich nehme euch da ja regelmäßig bei unserem Hausbau mit und zeige euch, was es Neues gibt und welche Updates es eben gerade gibt, wo wir stehen. Ja, im letzten Vlog habe ich euch ja schon gesagt, dass die Dachkonstruktion gemacht worden ist, aber auch der Außenputz war super spannend. Den Vlog verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox und auch die komplette Hausbau-Vlog-Playlist, weil ich nehme euch ja, wie gesagt, regelmäßig jede Woche mit. Ich bin schon gespannt, was diese Woche alles passieren wird. Auf jeden Fall sollen wir unseren Innenputz jetzt bekommen. Dafür sollen Materialien und alles schon geliefert werden. Mal gucken, wann das gemacht wird. Außerdem haben wir noch eine Baubesprechung nochmal mit unserem Bauleiter. Da wird dann nochmal genau besprochen, wo wir überall ja Wandfliesen haben wollen. Zum Beispiel ja im Hauswirtschaftsraum oder in den Bädern eben. Genau, das müssen wir uns noch überlegen. Und dann ist auch noch ein Netto-Abverkauf bei uns in der Nähe. Ich liebe ja sowas. Wir haben nämlich einen älteren Netto und da gibt es dann öfter solche Non-Food-Abverkäufe, also von ja, verschiedenen Produkten aus den verschiedensten Kategorien, Haushalt, Küche, Garten, alles Mögliche wirklich. Da werde ich euch auch mitnehmen, da freue ich mich auch schon super drauf, weil man kann da echt total coole Schnäppchen machen. Es gibt da nämlich bis zu 90%, also wirklich unglaublich. Vielleicht finden wir dann noch ein bisschen was ja, fürs Haus. Mal gucken. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Seid gespannt. Ich freue mich da echt total drauf. Ich bin ja so eine kleine Schnäppchenjägerin. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten wie immer mit einem aktuellen Hausbau-Update. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, wir haben heute Montag. Jetzt gibt es ein aktuelles Hausbau-Update. Und zwar müssen wir jetzt heute noch diese größeren ja, Stellen und zumörteln, weil die Woche sollen die Verputzer kommen. Und ja, der Wahnsinn, ich freue mich schon total. Dann gibt es hier eine richtige Veränderung, wenn jetzt hier in den Innenräumen die erste Schicht Putz aufgetragen wird. So sieht es jetzt noch aus. Wir stehen jetzt hier gerade im Wohnzimmer übrigens. Heute haben wir auch so einen ja, dunklen Regentag. Deswegen ist hier drin auch super dunkel. Und wir haben ja hier noch Folien vor den Fenstern und vor den Türen und eben auch das Gerüst. Das macht einiges aus. Dann gehe ich mal mit euch noch nach oben. Und zwar hatten wir heute eine kurze Baubesprechung mit unserem Bauleiter. Genau, da mussten wir jetzt festlegen, wo wir überall Fliesen hin haben wollen, weil da eben ein anderer Putz drauf kommt. Hier in unserem Hauswirtschaftsraum haben wir uns da ja darauf geeinigt, dass wir hier bei der Waschzeile an der Wand keine Fliesen haben möchten erstmal. Und wenn wir die brauchen sollten, dann können wir die nachträglich auch noch machen eigentlich. Aber hier im Hauswirtschaftsraum kommen oben, also hier oben am Boden Fliesen hin und auch natürlich im Bad. Haben wir auch besprochen. Aber hier ist es heute so dunkel. Der Wahnsinn. Es ist so grau und dunkel draußen und dann die ganze Folie noch drüber. Also wundert euch nicht. Genau, und hier bei der Dusche haben wir auch besprochen, wir machen jetzt hier die Duschwand mit Fliesen. Die hier mit Fliesen, da kommt ja auch noch ein LED-Streifen hin. Da freue ich mich auch schon total, ich glaube, das sieht richtig cool aus. Da haben wir jetzt gesagt beim Eingang, keine Fliesen hier an der Dusche, weil auf der anderen Seite haben wir ja auch eine weiße Wand und dann ist es irgendwie komisch, wenn auf der Seite Fliesen sind und auf der eben nicht. Aber ab da werden dann wieder Fliesen rankommen und eben innen hier auch. Ja, ansonsten haben wir hier Fliesen, hier und hier beim ja, Waschbecken. Da haben wir ja Vorbau aus Trockenwand, die geht dann hier auf ca. 1,15 Meter oder 1,20 Meter hoch. Ja, und das haben wir heute eben alles besprochen. Wahnsinn, was man alles wissen muss oder was man entscheiden muss beim Hausbau. Ach Gott, aber jetzt sind wir wieder durch für heute mit der Besprechung. Und ja, dann hoffe ich, dass diese Woche noch die Verputzer kommen und eben innen anfangen. Schaut mal, ich habe gerade eine Überraschungsbox von Essie bekommen. Die packen wir jetzt mal zusammen aus. Schaut mal, wie schön einfach schon die Verpackung ist. Unglaublich. Oh, okay, es wird bunt. Lift your color. Okay. Okay, ich habe schon die ersten Nagellackfarben entdeckt. Schaut mal, wie schön ist dieses Blau. Ein richtig schönes Hellblau.
Dann habe ich hier ein, ja, dunkelrot, lila. Sieht auch voll schön aus. Dann ein grün. Guck mal, das gefällt mir auch richtig gut. So einen hatte ich noch gar nicht. Das freut mich jetzt total. Und dann hier noch ein richtig knallrot-pinken Nagellack. Da freue ich mich schon richtig. Vier wunderschöne Essie-Nagellacke. Und dann haben wir hier auch noch was. Ah, okay, das sind Stifte, Buntstifte von Faber-Castell noch dabei. Und hier in dieser Box. Ah ja, haben wir da Notizblöcke und Hefte, mit denen kann man dann mit den Stiften, also passend zu den Stiften dazu. Ist auch richtig schön gemacht, total auch naturmäßig. Guckt mal. So, wir haben heute Mittwoch. Es gibt ein ganz kleines Mini-Baustellen-Update. Es ist zwar nicht viel passiert, aber wir haben schon die Materialien für, ja, den Innenputz bekommen. Ich denke, dass die Verputzer dann vielleicht morgen damit anfangen. Eigentlich hat es geheißen, diese Woche noch. Auf jeden Fall sind das ein paar Paletten, was da angekommen ist. Einmal hier Scheibenputz, 30 Kilo Sacki. Und dann, was haben wir da noch? Kalk, Zement, Leichtputz, schnell. Ah ja, so schaut es gerade aus. Ich glaube, da hinten ist auch noch was anderes. Und zwar Kalkputz extra. Ja, so schaut es aus. Die Ware, die Materialien sind auf jeden Fall schon gekommen. Wenigstens etwas. So, wir haben heute Freitag. Es ist so extrem heißes Wetter. Ich freue mich total. Wir waren jetzt gerade auch schon bei DM. Ich habe mitgefilmt. Also es gibt auf jeden Fall demnächst einen DM-Live-Shopping-Vlog von mir. Ich war auf der Suche nach ganz vielen tollen Neuheiten und auch Sommerprodukten. Und ich habe echt einige coole Dinge gefunden. Die habe ich euch alle abgefilmt. So, und wir sind jetzt schon beim Netto-Abverkauf. Wir gehen jetzt gleich mal rein. Ich nehme euch mit. Ich bin schon gespannt, welche Schnäppchen wir heute machen werden. Ja, und so sieht es hier aus. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away. Schaut mal, hier gibt es zum Beispiel von Fackelmann Küchenhelfer. Von 2,99 auf nur noch 50 Cent reduziert. Hier zum Beispiel ein Plätzchenausstecher, mit dem kann man 5 Plätzchen auf einmal ausstechen. Finde ich super praktisch. Habe ich mir beim letzten Mal schon mitgenommen. Dann gibt es hier auch noch so Fondant-Ausstecher. Hier habe ich Notizbücher für nur 1 € entdeckt. Richtig cool, ich liebe sowas. Ich glaube, dieses hier werde ich mir mitnehmen. Ich schaue noch, was es anders gibt. Aber von 2,50 sind die auf 1 € reduziert. Das sieht auch süß aus. Dann gibt es hier Schulhefte. Die sind jetzt auch von 2,50 auf 1 € reduziert. So richtig süße und schöne Schulhefte. Also die gefallen mir auch. 3 Stück in einer Packung. Von Schleich gibt es auch Dinosaurier anstatt 9,99 für 5 Euro. Von Bosch eine Küchenmaschine für 40 Euro. Also diese Kerzenhalter, die finde ich auch extrem schön für die Terrasse. Da werde ich mir auch mitnehmen. Gibt es in 2 verschiedenen Größen zu kaufen. Hier sieht man die kleineren.
shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Also es gibt echt wirklich total viel Schnäppchen. Hier zum Beispiel ein Vorratsglas-Set, 3 Stück in einer Packung für 6 Euro. Wir sind zurück vom Nettoabverkauf. Boah, ich habe so coole Sachen gefunden. Habe euch ja mitgenommen. Ist doch der Wahnsinn, oder? Also da gibt es wirklich Sachen bis zu 90%. Also ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe. Jetzt gibt es einen kleinen Netto-Haul. Und zwar als allererstes, habe ich euch, glaube ich, auch im Video gezeigt, diese wunderschönen Teelichter oder Kerzenhalter, Laternen. So sehen die aus. Richtig schick sind die. Die kleine hat 5 Euro gekostet und dann habe ich natürlich auch noch die größere mitgenommen. Die hat 6 Euro gekostet, also nur 1 Euro mehr. Und ich finde beide nebeneinander richtig schön. Kann ich mir super auf unserer zukünftigen Terrasse, die noch nicht gebaut worden ist, vorstellen. Aber es sieht doch cool aus, oder? Die kleine war von 9,99 auf 5 Euro reduziert und die große eben von 12,99 auf 6 Euro. Dann geht es weiter. Und zwar habe ich diese coolen Mikrofaserschwämme gefunden. Total sommerlich mit diesem Flamingo-Muster. Wie schön sehen die bitte aus, oder? Schaut mal, 2 Stück in einer Packung, die haben nur 1 Euro gekostet. Ich glaube, die waren von 2,50 oder mehr reduziert. Da gab es dann noch was. Und zwar habe ich dann auch noch dieses Mikrofaser-Tücher-Set mitgenommen. Ich finde das so schön sommerlich. Einmal ist ein weißes Tuch dabei, ein pinkes und dann auch noch diese schöne mit den Flamingos drauf. Guckt mal, also, oh wie schön. Ich sag's euch, ich mag sowas total gerne. Hat auch nur 1 Euro gekostet, also die 3. Dann habe ich mir hier diese wunderschönen Stifte, Glitzerstifte mitgenommen. Die sind von Eberhard Faber. 8 Filzstifte in Pastellfarben. So sehen die aus. Schaut euch mal diese Glitzerfarben hier an. Und hier oben kann man auch noch jede Farbe erkennen. Die haben nur noch 2 Euro gekostet. Ich glaube, die waren von 4 oder 5 Euro reduziert. Ich habe einige coole Dinge fürs Büro gefunden. Dann habe ich hier noch so einen schönen pastellfarbigen Notizblock mitgenommen. So ein Zettelblock. Der war von 2,50 auf 1 Euro reduziert. Der hat hier vorne auch so schöne pastellige Farben. Und so sieht eben ein Zettel aus. Meiner Mama habe ich dann dieses Kochbuch mitgenommen. Das wollte sie haben. Die Hofbäckerei. 70 unwiderstehliche Rezepte für das ganze Jahr. Guck mal, wie lecker die Sachen aussehen. Hier hinten gibt es dann auch noch ein paar Beispielbilder. Dann habe ich 4 Stück, ein Blumentopf ist noch da hinten, von diesen Blumenübertöpfen mitgenommen. Ich finde die Farbe ja so schön. Die sind total leicht aus Kunststoff, sehen aber, finde ich, aus wie so Betonübertöpfe. Und die haben auch nur noch 1 Euro gekostet. Also richtig krass. Ich glaube, die waren von 4 oder 5 Euro reduziert. Gab es auch noch in anderen Farben, gelb oder so. Die fand ich gar nicht hübsch. Aber hier diese grauen, da habe ich mir 4 Stück mitgenommen. Da haben wir den anderen. Und zwar in dem Topf habe ich noch ein paar andere Sachen. Und zwar habe ich mir hier 2-mal diese Aufbewahrungs... Boxen mitgenommen, solche Mini-Boxen. 3 Stück haben dann nur 1 Euro gekostet in diesen pastelligen Farbtönen. Und ich finde die sowas von praktisch. Also ich kann den Büroschrank verwenden für so ein paar Büromaterialien, Heftklammern oder so. Oder auch im Abstellraum. Also da findet sich immer was. Oder Knöpfe kann man zum Beispiel auch einsortieren. Ist zum Beispiel auch abgebildet. So sieht's aus. Also ich finde, sowas kann man immer gebrauchen. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein Organisationsfreak. Für 50 Cent habe ich dann hier einen Bürohefter mitgenommen von Novus. Also ist echt eine gute Marke.
Für 50 Cent, also der Wahnsinn. In Schwarz habe ich mir den mitgenommen, gab es auch noch in Blau zu kaufen. Schade, dass es keinen Hefter gab, weil den würde ich auch noch brauchen. Aber super, oder? Ich meine, für 50 Cent kann man ja gar nichts sagen. Dann habe ich für 1 Euro hier diese Bürste mitgenommen. Made in Germany. So, weiter für 50 Cent haben wir so einen, ja, Napf für Tiere, für Katzen oder Hunde mitgenommen. Weil wir hatten letztens das Problem, wir hatten Besuch von einem Freund, der hatte einen Hund dabei. Dann wollte ich ihm natürlich was zu trinken geben. Und dann musste ich erstmal, ja, was suchen. Dann habe ich eine Schüssel gefunden und ja, so eine Müsli-Schüssel, aber ich weiß nicht, das finde ich auch total unappetitlich, wenn der Hund raustrinkt und dann irgendwann mal wieder Bier. Also ich habe schon eine alte rausgesucht, aber ja, irgendwie haben wir sowas nicht und deswegen habe ich das heute gefunden, richtig praktisch, einfach für 50 Cent. Also sowas kann man echt mitnehmen, dann kriegen die Hunde oder die Tiere auch Wasser oder was zu trinken, wenn sie bei uns sind. Weiter geht es auch mit einem total praktischen Artikel und zwar mit dieser, ja, Würfelsteckdose. In Weiß gab es auch in Schwarz, hat nur 6 Euro gekostet. Die war auch ja, um 50% reduziert, finde ich total praktisch. So eine wollte ich sowieso für mein Büro im Haus haben und auf Amazon kostet die einfach mal 25 Euro. Ja, mega, oder? Hat sogar 2 USB-Anschlüsse. Hier kann man es erkennen. 2 USB-Anschlüsse und 3 normale Steckdosenanschlüsse. Dann habe ich auch noch ein Notizbuch mitgenommen. Das sieht so aus für 1 Euro. Richtig schön. Also ich liebe ja solche Notizbücher. War von 2,50 Euro reduziert. Ich mache es mal gleich auf. So sieht es aus. Mit Magnet sogar. Also echt hochwertig, würde ich sagen. Und innen drin sieht es dann so aus, liniert. Ja, freue ich mich auch schon. Kann ich ganz viele Notizen aufschreiben, weil ich versuche immer alle möglichen Sachen also aus meinem Kopf rauszubekommen und aufzuschreiben. Dann hat man, finde ich, nicht so viel Dinge im Kopf rumschwirren und man hat eben alles aufgeschrieben. Super. Freue mich auch schon drauf. Also wir haben echt coole Sachen gefunden. So, wir haben Samstag. Es gibt ein neues Hausbau-Update. Heute ist sogar einiges passiert. Wir haben nämlich unsere Verputzer da gehabt an dem Samstag. Wahnsinn, aber die sind unter der Woche nicht fertig geworden. Und so fleißig, dass die heute einfach gekommen sind. Also Wahnsinn. Und jetzt ist innen ein bisschen was passiert. Und zwar wurde jetzt fürs Verputzen nächste Woche vorbereitet. Schaut mal, es wurde innen hier abgeklebt, also die große Hebeschiebetür jetzt nicht, was komisch ist, aber andere Fenster schon wieder und es wurden die Putzleisten angebracht. Die zeige ich euch dann auch nochmal genauer an jeder Ecke im Haus, also auch der Wahnsinn. So sieht das hier aus, wird auch einiges an Putz dran kommen. Guckt mal, das sind bestimmt 2-3 cm. Und hier ist alles abgeklebt und abgehängt worden. Dann wurde hier schon ein bisschen irgendwie schon was verputzt. Am Rollokasten. Hier sieht man wieder die Putzleisten. Ist wirklich an jeder Ecke sind die rangekommen. Guckt mal, was für eine Arbeit hier auch. An jeder einzelnen Ecke. Der Wahnsinn. Ich freue mich einfach so. Ich kann es gar nicht glauben. Es geht auf jeden Fall immer ein Stückchen weiter voran. Sogar hier. Ja, und jetzt gucken wir mal nach oben, weil da ist auch noch was gemacht worden. Und bei der Elektrik, da hatten wir gestern den Elektriker noch da. Da muss ich euch auch noch zeigen, was passiert ist. Da wurde nämlich was ausgebessert. Jetzt mal nach oben. Und, okay, oben ist noch nichts passiert, was die Verputzer angeht. Also es wurden keine Putzleisten montiert. Also fangen die nächste Woche erstmal unten an. Okay, dann stehe ich jetzt hier. Ah, ich habe schon gesehen, gerade im Bad. Ich drehe euch mal um, Moment. Hier war der Elektriker gestern noch da. Ich blende euch mal ein Foto ein, wie das vorher noch ausgeschaut hat. Total wild, weil es wurden im Nachgang die Duschen, in der Dusche die Nischen gemacht und da haben dann die Maurer
diese Elektro rausgehaut. Aber es macht nichts. Wir haben das jetzt anders gelöst. Und zwar, es kommt hier ein Thermostat hin und hier dann die Lichtschalter. Das ist jetzt auch gemacht worden. Ja, ansonsten wurde hier die Decke noch sogar abgeklebt, hier unten. Das wurde noch gemacht. Genau, aber ansonsten war es das heute schon. Hier könnt ihr jetzt meine letzten zwei Videos sehen. Das war es jetzt schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.